Tiere haben es wie wir gerne kuschelig und warm zu Hause. Fernwärme ist für uns dabei die bequemste und umweltschonendste Form der Versorgung und jederzeit verfügbar. Allein in Rostock werden 2/3 aller Wohnungen mit der komfortablen Energie versorgt, ohne nennenswerte Störungen, selbst in extremen Wintern. Fernwärme wird in den eigenen Anlagen der Stadtwerke in Marienehe erzeugt und hat eine hohe Versorgungssicherheit. Seit Jahrtausenden ist Wärme ein kostbares Gut. Bereits die alten Römer verwendeten in ihren Badehäusern Fußboden- und Wandheizungen als komfortable Warmluftheizung. Im frühen Mittelalter wurden die Bauernhäuser dagegen durch eine offene Feuerstelle beheizt. Im späten Mittelalter war der Kachelofen als neue Art der Raumbeheizung geboren. Die älteste Warmwasserzentralheizung wurde im 18. Jahrhundert entwickelt, um ein Gewächshaus zu beheizen. Mit Beginn der Industrialisierung hielt sie dann im privaten Wohnungsbau Einzug. Im 20. Jahrhundert brachten die Gebrüder Buderus die ersten Pumpenwarmwasserheizungen auf den Markt und damit die Etagenheizung in die Mietshäuser. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Fernwärmeversorgung in den Städten größere Dimensionen an. Dem Kraftwerk Bramo kam in Rostock eine besondere Rolle zu. Als erstes Heizkraftwerk im Norden lieferte es neben Strom auch Dampf. Am 10. März 1966 ging die neue Anlage in Betrieb. Von da an begann die Fernwärmeversorgung des Stadtteils Lüttenklein. Nach und nach folgten die Wohngebiete Evershagen, Lichtenhagen, Schmal, Groß-Klein, Dirkow und Teutenwinkel. Mit der politischen Wende und der Gründung der Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft am 20. Juli 1990 schloss sich eine neue Ära der Fernwärmeversorgung in der Hansestadt Rostock an. Am Standort Marienehe wurde 1996 die neue Gas- und Dampfturbinenanlage, kurz GUD, in Betrieb genommen. Das alte Heizkraftwerk in Marienehe stillgelegt. Bis heute wird das Fernwärmenetz der Stadtwerke kontinuierlich ausgebaut. Die Trassenlänge von ca. 450 Kilometern entspricht ungefähr der Entfernung von Rostock nach Dresden. Wir verfolgen weiterhin unsere Ein-Schornstein-Strategie. Dazu bauen wir in unserem Kraftwerk 3 neue Gasturbinen ein. Damit erreichen wir niedrige CO2-Werte und können somit einen Beitrag für die Energiewende leisten. Außerdem investieren wir in unsere Netze, um die wachsende Stadt Rostock auch zukünftig mit Fernwärme versorgen zu können. Erzeugt wird die Fernwärme im Heizkraftwerk in Marienehe. Sie funktioniert nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei handelt es sich um eine der modernsten sowie umwelt- und ressourcenschonendsten Formen der Energieerzeugung und Nutzung. Das unterscheidet uns im Wesentlichen von anderen konventionellen Kraftwerken. Wir haben immerhin einen Ausnutzungsgrad von 86%, während dagegen Kohlekraftwerke irgendwo im Wirkungsgradbereich 44-45% liegen. Wie aber kommt die umweltfreundliche Energie zu uns nach Hause? Erdgas wird in Gasturbinen verbrannt und nach weiteren technischen Prozessen in Fernwärme und Strom umgewandelt. Dieser wird ins Stromnetz eingespeist. Die Fernwärme wird in Form von heißem Wasser transportiert. Über ein geschlossenes Netz gelangt sie direkt zu uns in die Wohnung. Das abgekühlte Wasser fließt zurück zur GUD-Anlage und wird erneut erhitzt. Es wird nur so viel Fernwärme erzeugt und im Netz verteilt, wie auch benötigt wird. Unser Ziel ist hierbei, die hohe Versorgungssicherheit zu garantieren bei möglichst geringen Gesamtkosten. Damit alles reibungslos abläuft, überwachen und steuern bestens ausgebildete Fachkräfte in der Leitstelle alle Anlagen und Systeme tagtäglich rund um die Uhr. Störungen im Fernwärmenetz werden sofort registriert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Um noch mehr Menschen mit der klimafreundlichen Fernwärme zu versorgen, bauen die Stadtwerke ihr Netz kontinuierlich aus. Ende 2011 fiel der Startschuss für die Erschließung von Warnemünde. Erster Fernwärmekunde war der Hochschulstandort im Seebad. Der Anschluss neuer und bestehender Wohngebiete hat das Netz schnell wachsen lassen. Die Fernwärmeversorgung garantiert uns eine hohe Versorgungssicherheit. Wir haben mit den Stadtwerken einen kompetenten und technisch versierten Partner, der uns auch bei Havarien an 24 Stunden in 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht. Auch im benachbarten Bad Doberan, in Gralmüritz, Kühlungsborn und Heiligendamm sind die Rostocker Stadtwerke der Fernwärmeversorger.
Eine Reihe kleinerer Heizwerke sorgt hier für eine effiziente und sichere Versorgung aller Wärmekunden. 74.000 Wohneinheiten profitieren in den Umlandgemeinden von der komfortablen Energie. Gleiches gilt für zahlreiche Unternehmen und Privathaushalte. Für Bauherren und Hausbesitzer zahlt sich die gebrauchsfertige Energie obendrein gleich mehrfach aus. Denn Fernwärme ist nicht nur Wärme mit Komfort und Behaglichkeit. Fernwärmekunden benötigen auch keinen Heizkessel und keinen Schornstein. Das spart Platz, Aufwand für Bau, Wartung und Investition. Der Kunde hat sich hier für eine Vollservice-Variante entschieden, unsere Fernwärmestation. Das heißt, wir stellen die Anlage rein, wir warten und betreiben sie. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche stehen wir zur Verfügung, wenn Störungen da sind. Wir sorgen dafür, dass immer Wärme im Haus ist. Mit Fernwärme lassen sich zudem ganz unkompliziert und kostengünstig gesetzliche Vorgaben zum Klimaschutz erfüllen. Wer energieeffizient baut, kann auf Förderung vom Staat hoffen. Neben Wirtschaftlichkeit ging es um den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Unsere Ziele haben wir erreicht, denn der jährliche Energieverbrauch für das Heizen konnte um die Hälfte und der Ausstoß von Kohlendioxid um fast 2/3 reduziert werden. Schon heute wird Fernwärme allen Anforderungen der Energienutzung von morgen gerecht. In Sachen Klimaschutz ist sie daher mustergültig und hilft, die Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu bewahren. Die Fernwärme passt zur Energiewende, weil sie mit der erneuerbaren Energie gleichzusetzen ist. Unsere Fernwärme hier wird in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt und erfüllt damit alle Anforderungen des Gesetzes erneuerbare Energie Wärme. Partner für die gebrauchsfertige Energie sind die Rostocker Stadtwerke. Das Unternehmen verfügt über umfassendes Know-how zur Fernwärmeversorgung. Von der Planung und den Bau bis hin zum Betrieb der Anlagen, Netze und Stationen. Wir sind zuständig für die Wartung, für die Instandhaltung der Anlagen. Wir sind auch zuständig dafür, die Anlagen rechtzeitig zu ersetzen. Und eine ganz wichtige Aufgabe ist die Sicherstellung des Störungsdienstes, sodass wir 24 Stunden rund um die Uhr bereit sind, wenn irgendwo Störungen auftauchen. Bedarfsgerecht, kostengünstig, effizient und individuell. In enger Abstimmung mit ihren Kunden erarbeiten die Rostocker Stadtwerke passgenaue Lösungen für die Wärmeversorgung. Grundsätzlich richten wir uns danach, was der Kunde möchte oder auch wünscht. Wenn er sagt, ich möchte nur die Wärme in meinem Haus haben, um alles andere kümmere ich mich selber, dann kann er es selbstverständlich haben. Viele Kunden sagen aber auch, Stadtwerke, ich möchte von euch alles haben, also das gesamte Paket. Das heißt, wir stellen die Station, wir bereiten das Warmwasser entsprechend auf, dass er es verwenden kann. Er kann daraus Trinkwarmwasser machen. Sprechen Sie uns an. Unser Serviceteam ist rund um die Uhr für Sie erreichbar und berät Sie gern in allen Fragen rund um die Fernwärme. Damit auch Sie das ganze Jahr über den Komfort und die wohlige Wärme der preiswerten und sauberen Energie genießen können. Fernwärme. Die intelligente Art zu heizen. Versorgungssicher, wirtschaftlich, umweltverträglich. Stadtwerke Rostock AG.